Wir bei der Gravis lieben Produkte, die man auch anfassen kann, die man ausstellen kann. Die letzten Jahre war es aber so, dass auf den Messen da nicht wirklich viel zum Ausprobieren war. Alles war digital, ihr kennt das, nichts war zum Ausprobieren da. 2022 öffnet die IFA aber endlich wieder ihre Türen und wir können die Produkte nach Herzenslust auch ausprobieren. Das werden wir jetzt machen. Auf geht's! Smart Home wird immer wichtiger, vor allem der Teil mit dem Energiesparen. Deswegen freue ich mich sehr auf meinen Termin mit Yves. Smart Home in jedem Ohr im Internet. Ganz wichtig aktuell, wichtiger denn je, auch Energiesparen. Das kann man ja alles machen. Wir sind hier bei Yves, beim Benedikt, und der wird uns heute ein bisschen was erzählen über die neuen Produkte. Hallo Benedikt. Hallo, freut mich, mit euch hier zu sein. Ja, freue ich mich auch. Tatsächlich, sehr schöner Stand. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Wir haben ganz viele Neuigkeiten. Vor allem das Thema Matter steht bei uns dieses Jahr auf der IFA im Fokus. Okay, Matter, habe ich schon ein bisschen was von gehört? Erzähl mal, was habt ihr denn dabei? Was wir auch wirklich zeigen, ist, dass Matter Realität wird. Wir haben ja unser Versprechen an unseren Kunden, dass Produkte, die jetzt mit Thread kompatibel sind, auch später Matter-kompatibel sein werden. Was ist Matter? Also man kann sich das so vorstellen. Thread, was in jetzigen Eve-Produkten bereits schon verfügbar ist. Wir waren übrigens die erste Firma, die wirklich Eve-Thread-Produkte hergestellt hat und auch an den Markt gebracht hat. Und diese Technologie, die gibt es jetzt schon, dieses Basis des gesamten Netzwerks. Man kann sich so vorstellen wie ein Walkie-Talkie. Wir sprechen schon mit einem Walkie-Talkie, aber in verschiedenen Sprachen. Und Matter wird die gemeinsame Sprache sein, mit der alle Smart-Home-Geräte miteinander kommunizieren werden. Okay, also auch herstellerübergreifend. Genau, das heißt, stell dir mal vor, meine Freundin hat ein Android-Handy, kann aber meine Eve-Produkte nicht benutzen, weil ich ein Apple HomeKit habe. Das heißt, sie wird dann in der Lage sein, mit ihrem Android-Handy unsere Geräte benutzen zu können. Oder sie weigert sich, mit Siri zu sprechen. Wenn ich jetzt eine Alexa reinstelle, wird sie damit reden können. Okay, also deine Freundin weigert sich, mit Siri zu sprechen. Nicht mit mir. Nicht mit dir. Ah, okay, alles klar. Also, wenn ich tatsächlich eine Freundin hätte, sorry Schatz, also falls ich doch mal eine Freundin habe und die hat ein Android-Telefon, ja, dann kann die auch meinen Heizkörper-Thermostat dann damit steuern. Genau, sie wird dann auch in der Lage sein, dein Thermostat zu benutzen. Okay. Euer Thermostat. Okay, Benedikt, hier haben wir jetzt einen Schalter. Sieht spannend aus. Was macht er? Ganz genau, das ist unser neuestes Produkt, unser Eve Shutter Switch. Eine smarte Rollladensteuerung, die sich in bestehende Rollladensteuerungen einbauen lassen kann. Oh, super. Die funktioniert intelligent über die App, über Automatisierungen oder manuell über Tasten. Ein Fenster weiter, weitere tolle Produkte. Benedikt, was haben wir hier? Mit dem aktuellen Thema Energiesparen, unser smartes Thermostat, was übrigens auch Thread-kompatibel schon ist und auch für Smart Home der Zukunft Matter-kompatibel sein wird. Und das Schöne dabei ist, man kann es auch mit anderen Eve-Produkten verbinden, wie zum Beispiel den Eve Dawn Window. Ja, super. Fenster auf, Heizung aus. So stellt man sich das vor. So mit schön dem Energiesparen. Ne? Draußen müssen wir nicht warm machen, da ist warm genug. Aktuell zumindest. Ne? Aktuell, ja. Okay. Eines der coolsten Produkte, das wir auch bereits auf unserer Webseite zur Verfügung haben, ist das Produkt von Ecovax. Da geht es um die Luftreinigung, so ein richtiger Roboter, der dann rumfährt. Ich freue mich richtig drauf, weil den kann ich mir jetzt live anschauen. Das Zuhause wird immer smarter, so auch unsere Gerätschaften. Ich bin Bajana von Ecovax. Was hast du für ein tolles Produkt hier für uns? Hi, ja, ich habe den neuen Ecovax Airboard. Das ist mobiler Luftreiniger. Super cooles Gerät. Wir haben alle Themen, ne, mit Luftreinigung im Sommer. Herbst und Frühjahr können wir das alles reinigen und im Winter können wir es sogar befeuchten, Luftbefeuchter mit drin. Und, weil ich weiß, dass du das mega cool findest, da ist auch ein Lautsprecher drin. Das heißt, ich kann das Ding per Bluetooth verbinden, ist ja Smart Home mit der App. Und dann kann es durch die Gegend rennen, kann meine Wohnung oder mein Büro reinigen und gleichzeitig Musik abspielen. Fantastisch. Vielen lieben Dank, Jana. Das Thema Sicherheit ist ja in aller Munde. Ich bin hier bei Julia von Arlo. Was habt ihr uns denn für tolle Produkte mitgebracht? Hi erstmal. Wir haben euch Sicherheitskameras mitgebracht. Smarte Sicherheitskameras, die ja auch noch nicht so bekannt sind im deutschen Markt. Man denkt immer noch an alte Alarmsysteme, aber heutzutage kann man das viel smarter und praktischer übers eigene Smartphone steuern.
Okay, das schauen wir uns doch direkt mal an. Sehr gerne. Julia, ganz viele tolle Produkte. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Sehr gerne. Das sind alles Sicherheitskameras. Das sind Sicherheitskameras von einem Sicherheitsunternehmen. Wir sind Teil von Verisure, der Marktführer für Alarmsysteme seit Jahrzehnten in Europa und konzentrieren uns nur auf Sicherheit und Sicherheitskameras. Wir haben unterschiedliche Anwendungsfälle für die Haustüre, für den Außenbereich. Wir haben sogar eine Flutlichtkamera, die heller leuchtet als Autoscheinwerfer. Wir haben aber auch Kameras für den Innenbereich. Neben den Kameras haben wir allerdings auch noch unsere Software, die den Kameras künstliche Intelligenz gibt. Sprich, die Kamera kann zwischen Haustieren, Menschen, Fahrzeugen und Paketen unterscheiden. Die Kameras können aber auch Aktivitätszonen festlegen, um sich wirklich zu fokussieren und so nur eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn wirklich eine Gefahr im Raum steht. Und dann hast du mir vorhin erzählt, ihr habt auch eine Weltneuheit dabei. Magst du uns darüber was erzählen? Sehr gerne. Das ist unsere Alo Go 2. Das ist die allererste Sicherheitskamera, die sowohl über WLAN, aber auch über eine LTE, sprich SIM-Karte, funktioniert. Ja, zum Beispiel fürs Wochenendgrundstück. Genau. Da habe ich jetzt nicht unbedingt einen Internetanschluss, ne? Und da kann ich die dann anschließen. Und darüber hinaus bin ich ja auch von den Stromkosten befreit. Ich habe gesehen, es gibt ein Solarpanel dazu. Und somit kann ich sicher gehen, dass das Wochenendgrundstück sicher ist, auch wenn dort kein Stromanschluss und auch kein Internetanschluss vorhanden ist. Diese SIM-Kartenfunktion dient auch als Backup. Sollte zu Hause das Internet mal ausfallen, der Strom mal ausfallen, hat man durch diese SIM-Verbindung kontinuierlich trotzdem weiterhin den Raum im Blick, den man gerne beschützen möchte. Also sozusagen das extra Quäntchen Sicherheit. Richtig. Okay, super. Vielen, vielen lieben Dank, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du da warst. Spannende Produkte. Neben dem Thema Nachhaltigkeit ist auch das Thema Gesundheit sehr, sehr wichtig bei der IFA. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich jetzt mir die Produkte von Withings zeigen lassen kann. Gesundheitsprodukte sind ja wirklich sehr, sehr wichtig, auch wenn die Gesundheit immer wichtig war. Das Bewusstsein dafür entwickelt sich ja auch immer weiter. Und einer der Hersteller für Gesundheitsprodukte ist Withings. Ich bin bei Withings, bei Annika. Annika, Hi. Was habt ihr uns für tolle neue Produkte mitgebracht? Genau, die Wagen von Withings, die smarten Wagen, sind euch wahrscheinlich schon ein Begriff. Bei Gravis ja auch schon erhältlich. Wir stellen heute ganz neu vor die Bodyscan. Und die Besonderheit dabei ist, dass die komplette Körperzusammensetzung gemessen werden kann durch diese Konstruktion. Das heißt, die Impulse gehen durch Beine und Arme, eben durch dieses nach oben ziehen, kann das einmal komplett durch den Körper sozusagen. Und genau, das ist so die Besonderheit. Viele Details über meine Gesundheit, über meinen Gesundheitszustand, ob es mir gut geht oder nicht, passend zu der schönen Health-App, die ihr sowieso habt, ne? Genau, genau. Ja, und mit der Waage geht man einfach noch einen Schritt weiter. Ja. Und ganz nebenbei für mich so als Nerd, ne, ein ganz tolles neues Display auch eingebaut, ja, in Farbe. Ja, möchte ich ja auch erwähnen. Ja, ich freue mich. Wir wissen zwar noch nicht, wann das Produkt rauskommt, können wir noch nicht drüber reden. Genau. Aber sehr bald und sobald es das gibt, gibt es das natürlich auch bei Gravis. Genau, super. Dankeschön. Danke dir. Das Thema Nachhaltigkeit ist auf der IFA sehr präsent in diesem Jahr. Aber ein Unternehmen hat es ganz besonders gut drauf. Und mit genau den Leuten habe ich jetzt einen Termin. Auf geht's zu Epson. Ich bin jetzt bei Christian von Epson und wir haben hier sehr nachhaltige Produkte, hast du mir erzählt. Erzähl doch mal ein bisschen was drüber. Genau, ich habe dir die EcoTanks gezeigt. Die EcoTanks haben die Besonderheit, dass sie nicht mehr mit Tintenpatronen verwendet werden, sondern Tintenflaschen benutzen. Und diese vier Tintenflaschen sind ungefähr entsprechend 72 Tintenpatronen. Und 72 Tintenpatronen musst du dir vorstellen als diesen Haufen Müll und Elektroschrott, den wir damit sparen. Absolut. Also das sieht man ja hier wirklich sehr transparent, genau, wie viel Schrott da erzeugt wird. Du hast natürlich auch erzählt, als Unternehmen geht ihr natürlich noch einen Schritt weiter, auch in der Druckerbranche. Genau, wir werden zukünftig Geräte launchen, vor allem EcoTank-Geräte, die zu 30% aus alten Druckern bestehen. Also das heißt, wir recyceln unsere alten Geräte und machen neue daraus. Wahnsinn, so lebt man Nachhaltigkeit. Vielen, vielen lieben Dank, Christian. Dankeschön. Alle sind hier vertreten auf der IFA. Internationaler geht's nicht. Aber jetzt wird's lokal. Wir springen nach Hamburg zu Laut. Laut, ihr kommt aus Hamburg. Klaus, kurz und knapp, was habt ihr für uns mitgebracht? Jo, erstmal ein freundliches Moin. Wir haben alles, was für Apple Sinn macht. Von Rucksäcken über iPhones, iPad, AirTag, AirPods und wunderschöne Watchbands.
im Prinzip alles, was du brauchst, um deine Geräte zu schützen, kannst du von uns haben. Es ist stylisch, es ist schön und wir lieben unsere Arbeit. Und natürlich haben wir auch schon schöne Sachen vorbereitet für das iPhone 14. Habt ihr nicht? Ja, doch. Überredet. Ich nehm's. Alles. Danke, Klaus. Danke dir. Schritte, sagt meine Apple Watch. Ein schöner Tag geht auch irgendwann mal zu Ende. Die IFA hat viele neue Produkte gezeigt. Viel zu viele Produkte, um sie alle in einem kleinen Video zeigen zu können. Aber ich denke mal, die wichtigsten haben wir euch gezeigt. Schaut gern selber mal vorbei. Wenn ihr es zu IFA nicht schafft, dann schafft ihr es auf jeden Fall auf unserer Homepage www.gravis.de. Viele der Produkte, die wir euch heute gezeigt haben, gibt es nämlich auch dort schon zu kaufen. Wir sehen uns wieder. Tschüss und bis bald.